Herzlich willkommen hier bei unserem nächsten Webinar hier bei JFD Bank. Mein Name ist Stefan Friedrichowski und natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFD. Ja, wir haben in Last Minute eine kleine Änderung gemacht. Eigentlich wäre Christian Kämmerer ja geplant, aber er hatte mich gefragt, ob ich ihn heute vertreten kann. Deswegen heute mal auch das JFD Invest Webinar. Heute aus meiner Hand, sonst mache ich das ja immer nur auf Englisch. Aber sei es drum, schön, dass ihr zahlreich da seid, das ist umso besser. Bevor ich loslegen will und mal genauer erzählen will, worum es heute dann geht, ein kleiner Hinweis noch, die meisten Aufzeichnungen all unserer Webinare, ne, also als kleine Empfehlung, findet man ziemlich einfach, wenn man JFD YouTube sucht, dann ist man direkt auf unserem YouTube-Channel und kleiner Hinweis dazu, da findet ihr alle Aufzeichnungen, nicht nur von diesem Webinar, sondern auch von vielen anderen, Übersicht und dann gibt es hier noch Videos und wer mag, kann das gerne auch hier abonnieren, dann hat man auch die Möglichkeit, so eine kleine Klingel zu aktivieren, wann immer neue Webinare da sind, kriegt man die automatisch eine Nachricht dazu. Okay, das war aber natürlich nicht das Hauptthema, sondern wir reden über JFD Invest und was da so möglich ist. Themen heute werden sein, einmal Highlights letzte Woche, klar, mache ich jedes Mal, aber ich will heute insbesondere mal auf die zwei letzten neuen Zugänge unserer Strategien ein bisschen genauer darauf eingehen und da ich heute das Webinar hier mache, kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil die Strategien kommen unmittelbar aus meiner Feder. Von daher natürlich deswegen auch ein paar mehr Inputs über die. Die Namen von den beiden sind Forex Gun und Neptun. Genau, die beiden wollen wir uns mal etwas genauer anschauen, damit ihr ein paar Hintergrundinformationen dazu noch zusätzlich habt. Natürlich gucken wir auch in das in mein JFD Invest Portfolio. Da gab es so leicht Rückschläge, zwei Stück hintereinander. Lag natürlich an bestimmten Strategien, denen ich gefolgt bin, will ich keinen Hehl draus machen. Aber da also auch Risiko drin war, ist das jetzt raus und von daher auch das kann passieren, wollen wir aber natürlich auch ganz transparent mit umgehen. Bevor ich final wirklich loslege, natürlich, ihr kennt die Prozedur, einmal muss ich doch mal den Risk-Disclaimer zeigen. Ihr wisst, wir reden über Investieren, wir reden über Trading, aber schließlich, was auch immer ihr tut es natürlich auf eigene Verantwortung. Das soll mal einmal gesagt sein. Ich wechsle mal kurz auf die erste Seite. Da seht ihr nochmal meine E-Mail-Adresse. Falls ihr Fragen habt, gerne auch direkt eine E-Mail an mich oder einfach an support@jfdbank.com oder hier halt s.friedrichowski. Ist wirklich komplizierter Nachname, ich weiß. Aber ihr könnt mich gerne auch unmittelbar mit Stefan anreden. JFD Invest, was ist das eigentlich in Summe? Kurz nur eine Slide dazu. Eigentlich ist JFD Invest eine digitale Vermögensverwaltung. Und das Coole ist, da ich sowohl vom Traden komme als auch aus dem Investieren, haben wir hier sozusagen genau die Mischung von beiden. Das heißt, wir haben einerseits vorselektierte Strategien, denen man folgen kann, und andererseits werdet ihr zum Portfolio-Manager, weil das Ganze heißt natürlich, dass ihr noch involviert seid. Insofern, wer macht die Auswahl? Natürlich ihr. Welche Strategien mit welchen Risikoeigenschaften sollen verfolgt werden? Genau das ist natürlich dann die Aufgabe des Portfolio-Managers, also eure Aufgabe. Das heißt, final werden nach euren Vorgaben und in ein persönliches JFD Investkonto Trades kopiert, also es ist technisch gesehen ein Social Trading, ein Copy Trading. Aber das Gute ist, ihr braucht keinen eigenen Computer, keine Expert Advisors und nichts. All das geht über die Web-Plattform und ja, und schon wird alles automatisch im Hintergrund erledigt. Also keine 24-Stunden-Rechner nötig und vor allen Dingen keine weiteren irgendwie Expert Advisors oder dergleichen. Wenn man da loslegen will, geht es ziemlich einfach. Dazu einfach auf der Internetseite geht's ruckzuck los. Unter Investieren findet man JFD Invest. Und wenn man da draufklickt, werde ich als erstes auch mal noch ein Stück runter scrollen, damit wir erstmal wirklich sehen, worüber wir hier in Summe eigentlich reden. Hier stehen gleich die
Top 5 Strategien, die wir im Moment haben. Wir haben in Summe 15 verschiedene Strategien. Die werden wir auch alle gleich uns mal anschauen, nicht alle im Detail, sondern wie gesagt, zwei davon, unter anderem Forex Gun, der auch hier in der Hitlist relativ weit oben steht. Und wenn ich hier über Trading-Strategien rede, dann sind das nicht alle, aber in der Mehrzahl auch welche mit Double-Digit-Returns, also über 10%. Und ja, da kann sich sicherlich was sehen lassen, aber natürlich sind auch Risiken involviert. Da müssen wir unbedingt gleich mal genauer angucken, wenn wir hier über die Equity Balance Abweichung reden. Das ist so ein Parameter, der geht in Richtung Drawdown, ist nicht Drawdown in Reinform, aber da geht es um offene Positionen. Und ein wichtiges Kriterium, so zumindest für mich, zu überlegen, passt die Strategie zu mir, zu dem, was ich will, was ich erwarte? Und das Satz werdet ihr heute von mir noch öfter hören. Immer die Frage, ist das genau zu dem, wie ich es gerne möchte? Und deswegen müssen wir natürlich darüber auch reden. Wenn man jetzt Teil von JFD Invest werden möchte, dann einfach geht es so, man fängt an mit dem Registrieren. Das heißt, man öffnet ein JFD Invest Profil. Das ist der erste Schritt. Das ist einfach nur eine Registrierung. Da ist noch kein Geld involviert. Oder man kann auch selbst den Schritt aussparen und den Gastzugang nutzen und ist auch schon dabei. Dann braucht man ein JFD Invest Konto, ein separates Trading-Account. Das ist ein spezieller Account, weil der hat einen Hebel von 1 zu 100, so wie professionelle Trader. Und der Hintergrund ist einfach der, ihr folgt professionellen Tradern, also bekommt ihr auch an der Stelle die gleichen Konditionen. Ihr mögt sagen, der Nachteil ist, ich kann keinen eigenen Trade öffnen. Also ich kann keinen Euro-US-Dollar-Long-Trade beispielsweise eröffnen. Aber ich kann halt den einzelnen Strategien folgen und meine Einstellungen dann vornehmen. Das beides wird verbunden und dann geht es auch schon los. Und wenn wir mal schauen, was so letzte Woche los war, da ein kurzer Blick. Ja, wir hatten letzte Woche war die Strategie PowerFX die führende Strategie mit schon hier dieser Langzeit Erfolgskurve. Ja, mag man sagen, seit längerer Zeit ist sie eher horizontal, gebe ich recht. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal die Kurve sich in Summe anguckt, also sie liegt ungefähr bei 10% Gesamtgewinn, ja, kann man jetzt natürlich darüber philosophieren, ist 10% viel oder wenig? Das muss wieder natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Übrigens, PowerFX ist eine Strategie, die Power Candles verwendet, um Trade-Einstiege und Ausstiege zu machen, und arbeitet auf einem D1-Chart. Aber wir haben gesagt, wir gehen nachher mal genauer auf Forex Gun ein. Jetzt wollen wir aber mal rein hier in die Plattform. Also Gastzugang. Der Gastzugang, der steht für alle offen, also genau den gleichen Schritt selber gemacht und schon seid auch ihr direkt dabei. Und hier sieht man dann auch schon gleich, dass es ein paar mehr Strategien gibt als nur die fünf. Hier sind die ersten zehn und dann gibt es die zweite Seite mit weiteren fünf Strategien. Ich will mal eine Sache nochmal hier vorstellen, die mir halt wirklich besonders wichtig ist, um diesen Match hinzukriegen zwischen euren eigenen Vorstellungen, was solche Strategien angeht, und dem, wie sie tatsächlich laufen und umgesetzt sind. Und dazu, das muss halt zueinander passen. Weil klar, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte den höchsten Return hier kriegen, dann ist einfach, welche Strategie hier die erste Wahl wäre, natürlich Hyperion. Gucken wir uns auch mal an, was da genauer so passiert. Dann haben wir hier den Growth in Prozent seit Anbeginn der Strategie. Das geht dann auch länger zurück als JFD Invest selbst, weil die Strategien sind schon zum Teil natürlich älter. Haben da so ein bisschen vorgearbeitet, um das Ganze hinzukriegen. Und dann haben wir hier diesen übergeordneten Growth, der kann sich ja wirklich sehen lassen. Jetzt gibt es hier noch weitere Möglichkeiten, nämlich man kann zum Beispiel auf Equity drücken und bekommt dann zwei Kurven. Und jetzt mag der ein oder andere denken, ups, was ist denn hier hinten passiert? Ist das ein Monster Drawdown? Im Growth war sie gerade nicht. Also, ganz einfache Antwort. Da hat jemand eine Entnahme gemacht, der hat einfach Geld ausgezahlt. Also der Trader hat einfach mal Geld aus der Strategie herausgenommen. Und das ist natürlich der Grund für diesen Abfall. Deswegen, man muss beide Kurven immer vergleichen, den Growth und hier die Equity. Dann
sieht man auch so etwas und ist nicht so überrascht, wenn dann hier so ein riesiger Step Down ist. Und das andere, ja, hier sind zwei Kurven, Balance und Equity, was soll das? Ist wie im normalen Trading-Account, haben wir natürlich zwei Größen, Balance, das ist alle abgeschlossenen Trades und Equity ist inklusive aller offenen Trades. Wenn dann hier beispielsweise so eine Differenz nach Süden ist, heißt das, dass da Trades im Minus offen waren. Und das kann also hier, wie man sieht, schon mal auch manchmal ein bisschen mehr sein. Und im Höchststand waren das mal 40%. Und weil die Größe so wichtig ist, zeigen wir die auch über der Zeit, damit man ein Gefühl dafür kriegt, so ein bisschen wie volatil ist die Strategie. Ihr seht, ich bin schon wieder bei, passt die Strategie zu mir, ja oder nein? Naja, und wer den höchsten Return hier haben möchte und wer auch bereit ist, solche Drawdowns, also solche Floating Losses, die ja final dann auch ein Drawdown sind, sozusagen durchzustehen, klar. Dann haben wir hier die ideale Strategie. Also wichtige Größen für die eigene Entscheidung. Andere Sachen, die wir natürlich hier haben, sind weitere Statistiken, die Monthly Return Table, also wie die Profite oder Verluste jeweils über die Zeit gelaufen sind, aber natürlich auch Trading Statistik. Also hier zum Beispiel die Strategie hat knapp 1900 Trades bisher ausgeführt und ebenfalls halte ich immer für sehr wichtig, auch zu gucken, passen eigentlich die Instrumente, die getradet werden, zu dem, was ich will. Auch da mag der ein oder andere einfach zusätzliche Präferenzen haben. Kein Problem. Auch hier Informationen wird bereitgestellt. Das heißt, diese Strategie hier tradet vornehmlich DAX und Dow Jones. Wie man sieht, die anderen bilden eigentlich nur ein untergeordnetes Beiwerk. Schließlich und endlich gehen wir bei der Strategie alles einmal durch, damit wir es gesehen haben. Zum einen, wenn man hier auf Detail geht, sieht man ein Minimum Investment. Das heißt, das ist die Minimumsumme, die man investieren sozusagen muss. Drunter geht nicht. Also eine wichtige Größe. Und um gleich zu sagen, ich habe vorhin schon gesagt, hey, Lese zum Beispiel hat einen höheren Drawdown. Naja, das riecht danach. Man sollte ein Portfolio bilden. Also verschiedene Strategien mixen. Dann hätte auch eine solches 40% Drawdown, wäre dann durchaus, ich sag mal, vielleicht akzeptabel. Stellen wir uns mal kurz vor, wir hätten fünf Strategien und man könnte jede mit 1.500 Euro, dann hätten wir 7.500 für ein ganzes JFD Invest Konto. Und diese Strategie wäre einfach ein Fünftel. Ja, das wäre dann auf meinem Gesamtaccount schon ein Drawdown von nur noch, in Anführungsstrichen, 10%. Also ihr seht, das ist der Weg, den man gehen muss, also Portfolios zum Beispiel zu bilden. Außer natürlich, man guckt nach der höchsten Gesamtrendite, dann ist einfach diese Strategie die, die bei dir heraussticht. Das will ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Es gibt eine Performance Fee, also eine Gebühr, die richtet sich nach dem Erfolg. Und nur wenn Erfolg da ist, dann zahlt man auf den Erfolg, also auf den Gewinn, diese 25%. Und das nach dem sogenannten High-Watermark-Prinzip soll heißen, nur wenn neue Höchststände, genau genommen auf Monatsendbasis oder man steigt aus der Strategie aus, erreicht werden, dann ist eine solche Gebühr fällig und nur dann. Das heißt, es ist ein recht faires Prinzip, sodass, wenn eine Strategie zum Beispiel mal oszilliert in der Equity, dass man nicht immer wieder neu dann zahlen muss. Also das ist natürlich schon mal gut. Jetzt hatte ich erst gesagt, wir wollen ein paar genauer angucken. Und zwar einmal Forex Gun. Forex Gun ist recht neu hier dabei. Ist eine Strategie. Hier sehen wir den Growth, also das prozentuale Wachstum. Irgendwie hat die sozusagen zwei Phasen. Das hat genau genommen was mit den Einstellungen in der Strategie zu tun, die dynamisch aktualisiert werden. Das heißt, die Strategie ändert auch ihre Parameter. Und da fand halt hier auch ein größerer Wechsel statt. Der geht einher mit Volatilität des Marktes und. Also sind verschiedene Stellgrößen, die damit eingehen. Und nichtsdestotrotz einfach ein sauberer Wachstum, kann man nicht anders sagen. Okay. Drei kleine Schritte nach Süden gab es hier schon. Sieht man natürlich noch viel besser in der Equity Balance Deviation. Aber wir haben natürlich hier ein ganz anderes Bild als gerade. Also höchste Abweichung war hier 10% der offenen Positionen auf den Account bezogen. Aber in der Mehrzahl sind wir, naja, eher im Bereich unter 1%. Jetzt habe ich gesagt, da können wir mal genauer gucken. Okay,
Wie die Strategie so ein bisschen arbeitet, dazu gehe ich mal unmittelbar auf das Masterkonto, was halt auf einem Server läuft. Und da wollen wir uns doch mal genauer angucken, wie die Strategie denn arbeitet. Man sieht sofort, hier ist nur ein Chart auf, also ein relevanter Chart, nämlich Euro-US-Dollar. Hätte ich auch gerade schon in der JFD Invest-Plattform zeigen können, dass sie ausschließlich Euro-US-Dollar tradet und sonst nichts. Das ist hier gerade die Situation. Wir haben zwei offene Trades, Short Trades auf dem Euro-US-Dollar. Der erste Short Trade wurde hier eröffnet, ein zweiter Short Trade wurde hier eröffnet und wie man sieht, ist der Take Profit hier. Diese Strategie nutzt als Charakteristik etwas aus, dass sie zum fairen Wert zurücktraden möchte. Und deswegen hier im Moment Short Trades, weil der kalkulierte faire Wert tiefer liegt. Und deswegen macht sie genau in die Richtung gerade die Trades. Wenn wir jetzt deutlich mal nach Süden abweichen, würden anschließend auch mal Long Trades aufgemacht. Aber erst müssten die Short Trades geschlossen werden. So arbeitet die Strategie. Relativ simpel, aber sehr, sehr erfolgreich. Jetzt will ich mal kurz auf eine Frage gucken, die hier reingekommen ist. Was passiert bei Hyperion, wenn 100% Drawdown passiert? Ich bin da mal ganz pragmatisch, was das heißt. Wir reden, auch die Masterkonten sind ganz normale Live-Konten bei JFD. Ein 100% Drawdown ist aus bestimmten technischen Gründen gar nicht möglich, sondern vorher passiert das, was auch bei jedem anderen Trader passieren würde. Es käme zum sogenannten Margin Call, und das heißt, irgendwann würden die Trades geschlossen werden. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass das passiert. Aber das ist das, was real passieren würde. Das heißt, würde noch weiter der Weg nach Süden gehen in der Equity, würde genau damit irgendwann die Strategie auch automatisch beendet werden. Wenn sie wiederum Trades schließt, dann würden auch alle Follower bei ihnen die Trades ebenfalls geschlossen werden. Das ist also das, was passiert, wenn wir in Richtung 100% Drawdown laufen würden. Wieder ein guter Hinweis, warum ich so ein Freund von Portfolios bin, damit selbst wenn mal eine Strategie sozusagen ein Komplettausfall ist, und wir gucken gleich auch noch in meinen Account, und ich hatte nicht Komplettausfälle oder fast komplette Ausfälle, nämlich zwei Stück, aber das Portfolio ist immer noch noch dabei und hat immer noch ein ganz gutes Wachstum. Okay, gut, das ist die Strategie Forex Gun, also eine schöne Strategie, sicherlich auch eine gute Bereicherung für viele Portfolios, könnte ich mir zumindest vorstellen. Minimum Investment Sum für die Strategie ist übrigens 3.400 Euro. Jetzt hatte ich gesagt, ich will noch eine andere Strategie, die auch bei JFD Invest schon etwas länger läuft und die Gelegenheit heute hier nutzen, weil ich heute das Webinar mache, auch darüber noch mal ein bisschen zu reden, nämlich eine andere, völlig anders geartete Strategie auch unter dem Namen Neptun. Hier gucken wir natürlich erstmal wieder auf den Growth. Da gab es auch echte Drawdowns. Also diese Stepdowns sind keine Entnahmen, sondern diese Stepdowns hier sind echte Drawdowns. Okay, gehört dazu. In Summe, gutes Wachstum. Gucken wir mal auf Equity Balance Deviation, ist ebenfalls sehr, sehr gering. Hier mal mit einer Ausnahme, ansonsten auch wieder in aller Regel unter 1%. Gucken wir doch mal, was die Strategie eigentlich tradet. Und da seht ihr, ups, diese Strategie ist ein Portfolio in sich. Kann man ja nicht anders sagen, wenn man sieht, dass hier grob 30 Instrumente getradet werden, ist die Strategie an sich schon ein richtig schönes Portfolio. Und Minimum Investment ist 1.000 Euro. Und da kann man jetzt fragen, hey, wie kann das überhaupt alles dann funktionieren? Hat einen einfachen Grund. Diese Strategie tradet ausschließlich Intraday. Das heißt, sie öffnet Trades innerhalb des Tages
Und vor den Swap-Kosten, also vor 23 Uhr, werden immer alle Trades geschlossen. Kein Overnight-Risiko, kein Over-Weekend-Risiko. Also recht coole Angelegenheit, weil damit andere Risikoquellen grundsätzlich wegfallen. Overnight ist jetzt im Forex-Markt nicht ganz so wichtig, außer dass irgendwann diese Spread-Ausweitung kommt und wir bei vielen Paaren auch dann Swap-Kosten zu bezahlen hätten. Aber mindestens von Freitag auf Montag oder Sonntag haben wir natürlich auch ein echtes Gap-Risiko. Und das umgeht die Strategie damit ebenfalls 100%. Also sie tradet zahlreiche Instrumente intraday. Jetzt gucken wir uns mal genauer an, wie sie das tut. Und das will ich mal hier zeigen. Und ihr seht, natürlich sind jetzt hier wahnsinnig viele Charts auf bei den vielen Instrumenten, die die Strategie nun mal tradet. Und jeder hat dann seinen eigenen Expert Advisor, den nicht ihr braucht, weil das Masterkonto ist genau hier. Und alles andere, der reine Kopiermechanismus funktioniert, kommt ja direkt bei JFD. Wie man sieht, haben wir im Moment keinen Trade auf. Das heißt, heute wird überhaupt nichts mehr passieren. Also das konnte man eigentlich schon am Beginn des Tages sehen, dass gar kein einziger Trade aufgemacht wurde. Und dann passiert auch den Rest des Tages in der Tat nichts, weil die Strategie entscheidet auf Tagesbasis, ob sie heute überhaupt in irgendwelche Paare einsteigt und wenn ja, in welche Richtung. Das heißt, es findet eine Vorselektion statt, ob Trades eingegangen werden sollen. Und das wiederum auf Basis von Bewegung. Ich will es nicht wirklich Power Candle nennen, aber der Vortag musste schon mal eine hohe Bewegung haben, damit auch dann am Folgetag die Strategie überhaupt was macht. Und wie man sieht, jetzt heute macht sie nichts. Das heißt, irgendwie war gestern dann zu langweilig. Alles vorselektiert und dann passiert die automatische Auswahl. Dass die Strategie auch tatsächlich tradet, will ich dann trotzdem auch mal zeigen, indem ich hier einen Chart ein bisschen größer mache. Und da zoomen wir mal hier noch ein Stückchen rein, damit wir hier mal was sehen. Das ist in dem Fall vorgestern gewesen, wo sie zum Beispiel das britische Pfund Schweizer Franken getradet hat. Der erste Trade wurde hier aufgemacht. Der war ein Long Trade. Und wie man unschwer erkennen kann, war Long Trade zwar gut, aber hatte seinen Take Profit noch nicht erreicht. Deswegen ist der erste Trade auch noch nicht hier. Und dann kam, was kommen musste, natürlich so ein Absturz. Und dann hat die Strategie nochmal nachgekauft. Da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Nachkaufen, soll man das? Ja, kann man. Und zwar dann, wenn man das Risiko limitiert. Und bei dieser Strategie ist das Risiko natürlich im doppelten Sinne limitiert. Zum einen, weil am Ende des Tages wird eh immer alles geschlossen. Das heißt, da kann sich nicht so riesig was aufbauen, wie wir es auch in anderen Strategien dann haben und hatten. Beispielsweise Hesperus oder beispielsweise in ehemals FX Global. Da kann das passieren, hier nicht. Hier hat die Strategie doch dann tatsächlich auch Nachkäufe gemacht. Es gab wieder eine Bewegung nach oben und die reichte dann für den Take Profit aller drei Trades. Dass dann einer von den drei Trades trotzdem ein Minus-Trade ist, macht nichts, weil es geht um die Summe der drei Trades. Dann macht sie weiter die Strategie und hat dann nochmal auch nachgekauft und nochmal das Ganze in den Take Profit gebracht. Und beim letzten Trade des Tages kam es weder zum Take Profit noch zum Nachkauf. Aber es kam das Ende des Tages und vor Swap-Kosten macht sie natürlich dann ihre Trades zu und der Tag ist auch dafür dann einfach beendet. Also, ich will nicht sagen einfache Sache, aber hier einfach mal ein paar mehr Informationen vielleicht als sonst möglich sind, da ich genau für diese Strategien den direkten Zugang habe und ja auch sozusagen Master Trader an der Stelle hier tatsächlich bin. Jetzt hatte ich noch gesagt, wir wollen natürlich auch in den Account gucken. Das tun wir mal, indem wir in ein Beispiel mal schauen. Beispiel heißt,
Als JFD Invest losging, September letzten Jahres, und ihr seht mehrmals hier, dass Strategien durchaus älter sind, habe ich einen JFD Invest Account eröffnet, um damit einfach auch zu zeigen, was geht und dass auch mal was passiert. Das ist jetzt zweimal passiert. Ich finde das gar nicht wirklich schlimm. Ich bin fast sogar, nicht froh, froh ist vielleicht das falsche Wort, aber ich will auch hier natürlich zeigen, dass hier mal Dinge auch nicht aus dem Ruder laufen. Genau eben nicht, sondern einfach limitiertes Risiko ein Ende findet. Und jetzt sieht man, dass zweimal ein solcher Einbruch hier stattfand, nämlich einmal im März und einmal vor ein, zwei Wochen. Und dahinter sind, könnte man auch namentlich nennen, drei Strategien mit beteiligt. Sei es drum, passieren kann das. Es waren jeweils Strategien, die ein recht hohes Risiko aufweisen, auch schon vorher zeigten, dass hier mal höhere Drawdowns passieren können. Und da ich das Risiko limitiere, kann man dann halt auch irgendwann sozusagen ausgestoppt werden. Und dann beendet sich diese Strategie hier in dem JFD Invest Account. Wir gucken hier tatsächlich auf etwas, was könnte euer Konto sein. Und dahinter steht ein Portfolio von Strategien. Und wir können mal gucken, wie im Moment die Zusammensetzung ist. Als letztes ist die Strategie Hesperus raus. Und die gegenwärtige Zusammensetzung sieht man Archimedes, Balance, Neptun, Gold Rush und Gold Mine. Und was wir auch sehen, eine weitere Strategie, zum Beispiel die ich gerade vorgestellt habe, also Neptun ist drin, aber die andere, Forex Gun, würde ich gerne aufnehmen. Aber wie immer, Geld ist limitiert. Und da die Strategie ein Minimum-Investment-Summe von 3.400 Euro hat und hier allerdings nur noch knapp 300 Euro offen sind, passt sie sozusagen nicht mehr rein. Wenn, dann müsste ich also vorher andere beenden und dann könnte ich auch diese entsprechend aufnehmen. Gut, jetzt gucke ich noch mal kurz auf die Frage. Wie sollte man das Risiko limitieren? 10% mehr als höchster Drawdown. Also ich kann da kein allgemein Rezept geben. Natürlich sollte man immer gucken, was schon historische Drawdowns in der Strategie waren. Ist eine Variante und da dann zum Beispiel einen höheren Wert wählen. Aber man kann genauso gut den umgekehrten Weg gehen und sagen, nein, ich riskiere einfach nicht mehr als 10%. Ende. Als Möglichkeit. Dann führt es natürlich dazu, dass man vielleicht auch mal rausgestoppt wird aus der Strategie. Umgekehrt ist damit das Risiko limitiert. Also ein Pauschalrezept, sozusagen eine goldene Regel, kann ich hier nicht geben. Und ich versuche in Summe selber hier bei dem, was ich mache, sogar durchaus die Größen so anzulegen, gucken wir mal hier, dass ich sogar Zahlen von 100% nehme. Was dann heißt, dass diese kompletten 2.000 Euro on risk sind. Und wie man sieht, ist es ja auch schon zweimal passiert. Aber es ist einfach eine persönliche Entscheidung. Kurz will ich allerdings noch zeigen, wie das eigentlich genau geht, weil auch wenn ich nicht wirklich einer neuen Strategie folgen kann, kann ich zumindest so tun, als ob, weil die ersten Schritte kann ich noch gehen. Also, Forex Gun hatten wir uns schon mal genauer angeguckt. Also, wie einfach das geht, sieht man sofort. Ich drücke einfach auf Follow und damit haben wir nochmal die Angabe Minimum Investment. Man sieht auch sofort, dass ich jetzt nicht real umsetzen kann. Da stellt man die Summe ein. Natürlich kann man keine kleinere Zahl nehmen, sondern nur eine größere. Und dann gibt es noch einen zweiten Parameter, Risk-Parameter, den man erst einschalten muss. Und dann hat man hier einfach so einen Regler, der minimal bei 10% steht. Das heißt, 10% Risiko muss man gewissermaßen akzeptieren. Und was heißt das, wenn der beispielsweise bei 50% steht? Da oben muss ja wenigstens 3.400 Euro stehen. Dann heißt das, 1.700 Euro sind on risk, soll heißen, sobald die Strategie in meiner gefolgten Variante 1.700 Euro verlieren sollte, dann fliegt sie automatisch raus. Rausfliegen heißt, dass alle offenen Trades geschlossen werden und kein neuer Trade dieser Strategie mehr eröffnet werden. Aber so einfach geht's. Und dann Folgen drücken und schon war's das.
Das Tolle in Summe ist, was man danach braucht, wenn man gucken will, wie steht's, Zugang zum Internet. Also auch, wenn man im Urlaub ist, unterwegs ist. Alles andere geht eh vollautomatisch. Die Einstellungen sind da und werden befolgt. Und ansonsten braucht man sich an der Stelle um nichts weiter zu kümmern. Was natürlich, und das ist ja auch nichts anderes, was ich hier selber persönlich mache, ist, natürlich gucke ich auf die Strategien und nehme auch von Zeit zu Zeit Änderungen vor. Male ich das daran, dass ich denke, okay, wir haben weiterhin eine unsichere Zeit, also das mal als Beispiel, eine unsichere Zeit, alles was British Pfund angeht, einfach weil keiner weiß, was in England so passiert. Dann kann man mal in die Strategien gucken, ob irgendwelche Strategien vornehmlich ausgerechnet British Pfund handeln. Dann kann man das jetzt entweder toll finden oder nicht toll finden. Toll deswegen, weil da ist meistens Bewegung, gerade in solch unsicheren Zeiten. Und das kann auch gute Gewinne geben. Nicht so toll. Naja, wenn dann die Bewegung lange Zeit in eine Richtung geht und die Trades in eine falsche Richtung offen sind, dann passiert natürlich das, was zum Beispiel auch anderen Strategien auch schon passiert ist. Nämlich, es geht deutlich nach Süden in der Equity. Aber das sind halt Momente, wo man drüber nachdenkt, hey, will ich eine Strategie weiter drin haben, ja oder nein? Und deswegen auch entsprechend dann von Zeit zu Zeit mal hier Änderungen vornimmt. Erwähnen will ich hier gerade noch mal im Gold Rush, einfach deshalb, weil das auch so eine Strategie ist, die nicht so richtig aus dem Ruder laufen kann. Eine sehr einfache Strategie, die auch die Trades nur Intraday hat, also morgens aufmacht, abends schließt, vor Swap-Kosten, hat eine etwas völlig andere Equity. Die ist nicht bei weitem nicht so steady, so gerade, sondern schon ein bisschen ruppelig, das ist mir schon bewusst. Aber auf Dauer macht auch die ihr Ding und von daher ist die auch hier im Portfolio mit drin. Okay, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, noch eine Frage. Bei 50% Balance oder Equity-Verlust, die 50% heißen, dass 50% von der Equity weg sind. Also wenn wir zum Beispiel jetzt bei 3.400 Euro gestartet sind und zum Beispiel die offenen Trades alleine 1.700 Euro Minus machen würden, würde man rausfliegen. Eine Möglichkeit. Oder zweite Möglichkeit, angenommen, wir starten bei diesen 3.400 Euro. Warum auch immer, verlieren wir erstmal 200 Euro an Trades. Das heißt, wir gehen jetzt runter auf 3.200 Euro. Und jetzt ist mal für den Moment kein einziger Trade mehr offen. Und dann starten wir, geht wieder so eine neue Sequenz los. Dann reichen schon 1.500 Euro, um ausgestoppt zu werden. Also darauf basieren in dem Fall dann die 50%. Gut, das soll es schon gewesen sein für heute. Oh, sogar etwas länger, als ich ursprünglich mal wollte. Wochenende naht. Ich hoffe, es liegen gute Dinge für euch an. Aber genießt natürlich erst noch den Tag und dann das kommende Wochenende. Und ja, ich denke mal, irgendwann wird wieder die Zeit sein, dass ich auch das deutsche Webinar mache. Ich vermute fast, Chris ist irgendwie auch so ein Kurzurlaub. Er hatte gestern seinen Feiertag, ich ja nicht. Wir wohnen ja in Sachsen und nicht in Bayern. Und dass der heute einen Tag frei gemacht hat und schon seit gestern unterwegs ist. Sei ihm gegönnt und da mache ich natürlich auch gerne hier mal die Vertretung. Soweit von mir. Euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschö.